Willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge von Anno 2205 natürlich. Wie könnte man das auch vergessen? Sieht man ja, ne? Das ist Anno 2205 auf jeden Fall. Und das ist unsere schöne Insel. Also eine unserer Inseln auf jeden Fall. Boah, hier haben wir schon so viel hingebaut und es sieht sehr durcheinandergehend aus auf jeden Fall. Achtung, die brauchen einen Marktplatz, die brauchen Marktplatz und Vitamindrinks gehen schon wieder runter. Bionische Erweiterungen gehen runter. Und ich habe, ich glaube, wir gehen dann gleich hoch und zwar auf den Mond mal wieder. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Weil da waren wir lang nicht mehr. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ja. Okay, dann gucken wir jetzt erstmal, wie es überhaupt so generell aussieht, ne? Wie sieht's aus? Luxuskost. Alter Schwede. Das Blöde ist, das Spiel stürzt mir am Ende immer ab. Das heißt, ich glaube, die habe ich gar nicht mehr hier gebaut. Also das Luxusessen. Ich glaube, das müsste ich hier nochmal. Was wollen die? Oh Gott. Ich glaube, ich müsste da alles nochmal upgraden. Aber macht es überhaupt Sinn jetzt momentan? Wein. Die wollen ganz viel Wein. Hm. Könnte man ja auch nochmal bauen, ne? Aber wo? Macht das denn jetzt Sinn, hier überall Wein noch hinzubauen? Ach, guck mal, hier ist ja eine... Ich glaube, ich hatte hier letztes Mal auch gebaut und dann ist das irgendwie am Ende immer abgestürzt. Das ist immer blöd, wenn ich nach dem Start, wenn ich zwei Folgen oder so aufgenommen habe, dann gehe ich auf Escape, dann stürzt das Spiel immer gerne mal ab. Das ist wirklich sehr, sehr nervig. Also, da müsste man irgendwas mal gegen unternehmen. Ach, wir haben auch gar nicht die 100.000 jetzt mehr. Ah, das ist natürlich geil. Ja, ich weiß aber auch genau, was zu tun ist. Okay, dann kriegen wir das jetzt hin. So, dann, ich glaube, wir bauen noch eins, oder? Boah, Wein, ey, das ist so, das ist voll das Problem. Ich weiß zwar nicht, was die mit dem ganzen Wein machen. Kippen die sich wahrscheinlich, minus 12. Das kippen die wahrscheinlich, keine Ahnung, ist. Die baden wahrscheinlich im Wein sogar. Die sind alle ziemlich verwöhnt hier, die Bürger bei mir, oder? Minus 4, das heißt, wir müssen noch mehr davon haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ist gut, Patrick. Geh weg. Und es wird neblig gerade. Na gut, okay. So. Dann hauen wir da noch eins hin und dann sind wir jetzt im positiven Bereich und zwar ordentlich. Gut. Es ist immer blöd, wenn es so neblig wird, da erkennt man ja gar nichts mehr. Haben wir denn hier eigentlich noch Platz? Können wir hier noch was hinbauen? So, Wein ist jetzt okay. Flachs. Ja, wir brauchen auf jeden Fall auch mal Rindfleisch wieder. Ja, das sollten wir auch dann hier mal... Könnten wir eigentlich hier anbauen, oder? Nee, da haben wir... Hm. Wir brauchen ein bisschen Platz dann. So könnten wir das eigentlich machen. Boah, manchmal habe ich auch Glück, oder? Sehr gut. Was da noch eins sind? Nein. Und dann können wir eigentlich, wenn wir schon gerade dabei sind, auch hier noch... Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. So. Hä? Manchmal geht das mit der rechten Maustaste nicht. Also so ein paar Fehler hat Anno 2205 auf jeden Fall noch. Aber ich will da jetzt auch gar nicht meckern. Nein, ich will jetzt nicht meckern. So, okay. Ja, dann eigentlich könnten wir mal zu Luxuskost übergehen. Wo bauen wir das? Könnten wir hier bauen? Wir brauchen mal eine Straße. Okay. Machen wir das, glaube ich. Hä? So. Straße bauen wir jetzt gleich. So. So. Okay. Dann bauen wir die Straße einmal hier rum. Das sieht super aus. Top. So, ja, dann haben wir im Grunde eigentlich... Okay, Stromproblem haben wir wieder und... Was? Noch mehr? Okay, Leute. Aber das ist so doof, dass das Spiel wieder abgestürzt ist. Dann muss man das wieder alles neu machen. Ah, gut, okay. So viel war das ja dann auch nicht. Könnten wir hier eigentlich... Moment, dann machen wir das mal hier. So, ne? Sieht besser aus. Warnung. Energiemangel. Och Mann, ihr mit eurer Energie immer. Wir müssen das mit dem Mond auf jeden Fall mal machen, dass wir da Energie bekommen. Weil, es funktioniert sonst nicht mehr.
So, dann gucken wir mal hier, wie... Was haben wir denn hier noch gebaut, so? Boah, Leute, das haben wir alles hier voll gebaut. Wobei, das können wir upgraden. Ah, nee, das ist Entsalzungsanlage. Hallo? Was? Wir haben keine Grafen mehr? Okay. Machen wir das jetzt erstmal so. Wir müssen jetzt gleich ein paar Mal aufsteigen, auf jeden Fall noch. Dann kümmern wir uns erstmal hier drum. Aber wir müssen wirklich dieses Strohproblem in den Griff bekommen. Und wir könnten uns ein paar Grafen kaufen. Schön, dass du vorbeikommst. Das wird dir noch gut. Boah, 37.000, alter Schwede. Also können wir eigentlich auch hier sofort weiter upgraden. Machen wir dann auch. So, und jetzt müssen wir die 100.000 kriegen, zum zweiten Mal. Ja, 100.000, herzlichen Glückwunsch. Sehr, sehr schön. Aber das reicht uns ja nicht. Wir müssen jetzt gucken, dass... ja. Einfach mehr Wein. Okay, wir kümmern uns drum. Und hier müssen wir eine Straße... Oh Gott. Wie sollen wir denn hier eine Straße hinbekommen? Ja, das ist natürlich geil. Ach, das kann man insgesamt verschieben. Das fällt dir jetzt erst auf, Patrick. Ja, na gut. Nein, nein. Wobei, doch, genau, dann machen wir es so. Dann könnten wir... Wie machen wir das? Wein. Könnten wir das hier hin? Nein. Das wird hier hinpassen? Okay. Gerade mal wieder ein bisschen überlegen, wie ich denn hier baue. So. Ah. Okay. Aha. Ja. Mehr Wein. Okay. Ich kümmere mich drum. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Okay, wir brauchen mehr Grafen auf jeden Fall. So, auf jeden Fall hätten wir dann hier Platz. Wir müssen nur gucken, wie wir bauen. Vielleicht auch einfach so. Gucken wir mal. Jetzt ändere ich das hinterher noch mal ein bisschen ab. Ja, wir brauchen mehr, ja gut, Geld haben wir, ganz ehrlich, Leute, wir haben genug Geld. Wenn ach, das nicht mein Lieblingskunde ist. Wir können keine Grafen mehr kaufen. Oh, Leute, was ist das denn? Und dann gehen natürlich die Leute jetzt auch runter. Ja, das ist jetzt kein guter Anfang irgendwie. Ah, das Hotel auf jeden Fall. Wo waren wir jetzt? Hier waren wir. Ja, die kleine Beaumont scheint ganz süß zu sein, aber sie pocht zu sehr auf die Einhaltung von Regeln. Findest du nicht? Sie muss hart gearbeitet haben, um dahin zu kommen, wo sie ist. Dabei gibt es einfachere Wege. Ja, super. Jetzt haben wir keine Grafen mehr. Das kann doch nicht sein. Das ist jetzt ein bisschen blöd. In diesem Leben ist man entweder Fisch oder Hai. Ja, danke. Danke für den Tipp. Super. Das hilft mir jetzt gerade überhaupt gar nicht weiter. Ja, das ist jetzt... Warum können wir nichts kaufen? Oh. Was ist hier mit? Ach, guck mal hier. Ja. Okay. Dann haben wir das auch mal aktiviert. Irgendwie habe ich mich ein bisschen in die Zwickmühle gerade gewirtschaftet. Weil ohne Grafen kann ich jetzt nichts machen. Ist gerade echt ein bisschen blöd. Tja. Ich will auch gerade keine Aufträge machen. Wenn das nicht mein Lieblingskunde ist. Ja. Du hast ja gar nichts mehr. Das ist blöd. Diese blöden Grafen, die bekommt man ja so nicht. Fuck. Ohne Menschen wie mich würde hier nie etwas erledigt werden.
Ja, dann wenn sie hier sind, wir bringen unsere Schiffe da weg, aber alle in einem Stück. Okay. 150 Grafen. Dann machen wir das halt jetzt erstmal. Hä? Ich habe das irgendwie anders letztes Mal gemacht. Und dann haben wir sehr viele Grafen bekommen, weil wir sehr viele Leute auf einmal zubekommen haben. Aber das kriegen wir noch hin. Ich bin der guten Mutes. Zack. Kampfstationen einnehmen. Alle Zugänge blockieren. Niemand darf entkommen. Das haben wir auch schon mal gemacht, habe ich das Gefühl, oder? Die verlausten Kaperer greifen sehen irgendwie jedes Materialtransportschiff an. Alle gleich aus. Schick sie auf den Meeresgrund, bevor sie dasselbe mit unserer Materiallieferung machen. Ich unterstütze dich. So, auf Fortgeschritten spielen wir mal wieder. Kommandos der Orbiter um die beiden entwickeln. Das wird schon ein Fall. Okay. Bestätigt. Kampfstationen. Na gut, dann wollen wir das doch mal angehen. Kann man hier auch lang? Nein, kann man nicht lang. Na komm, wir machen das auch kaputt. Boah, hier ist überhaupt viel zu tun. Gut. Verstanden. Dann fahrt mal hier lang. Da ist noch eine Patrouille. Die könnt ihr gerne mitnehmen. Aber wir machen jetzt wirklich nicht alle Aufträge. Ich versuche jetzt hier ganz schnell durchzurushen. Quasi. Wir werden beschossen. Anforderungen für neuen Erfolg erfüllt. Feind entdeckt. Alle bereit machen. Das schlägt Wellen. Ja, es bringt ja überhaupt nichts. Wir sinken. Nein! Wir oh Leute, ich wollte das gerade kaputt machen. Ich wollte es gerade reparieren, aber können wir gar nicht. Energie auf Schilde umgeleitet. Oh Mann, ey. Machen wir jetzt trotzdem kaputt. Waffensysteme bereit. Nein, fahr. Hallo, fahr hier. Oh, fahr doch da rein. Oh Mann, ey. Können wir mal bitte alle kaputt. Okay. Im Gange. Boah, das war jetzt aber. Leute, Leute, Leute. Das war jetzt aber nicht besonders gut gemacht von mir. Volle Kraft voraus. Wir müssen dringend mal reparieren. Im Gange. Vielleicht hier mal. Lang. Boah, jetzt pass auf, Leute. Bereit für Einsatz. Wo gehen wir jetzt am besten lang? Das wird ein bisschen krass da unten. Das überleben wir jetzt nicht. Das wird auch krass. Aber wir haben coole Sachen dann hier. Im Gange. Boah, wir müssen das jetzt versuchen. Machen wir mal ein bisschen. Feind entdeckt. Alle bereit machen. Warum geht das nicht? Standung ist unterwegs. Boah, ich verliere meine ganzen Schiffe gerade. Volle Kraft voraus. Volle Kraft voraus. Ich brauche irgendwas zum Reparieren. Das sieht echt nicht gut aus. Im Gange. Ja, hier ist ja auch nicht wirklich. Ich dachte, das hätte sich jetzt gelohnt, wenn ich hier lang gehe. Aber nein! Nein, nein, nein! Roger. Boah, dass man die U-Boote nicht mitnehmen kann. Warum? Was ist die Zielvorgabe? Gott. Bestätigt. Starte Nuklearrakete. Oh, das hat gut funktioniert. Vielleicht könnten wir das ja dann doch noch irgendwie schaffen. Feuer frei.
Nein! Nein! Oh nein, 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 nein! Was ist los? Systeme bereit. Jetzt haben wir alles verloren gleich. Koordinaten bestätigt. Okay, Iridium, wir nehmen jetzt auch alles mit, ist ja egal. Alles, was wir jetzt sammeln, haben wir auch dann. Oh, das habe ich gar nicht weggemacht. Jetzt haben wir im nächsten Schritt bessere Übersicht. Führen Sie die angemessenen Maßnahmen durch. Vielleicht sollten wir dann doch die Aufträge mitnehmen. Ich sage mal, nee, die machen wir nicht und dann machen wir die Nebenaufträge doch zum Teil. Naja. Ja, komm, kaputt machen, Leute. Bereit für Einsatz. So. Leute, kaputt machen. Alles kaputt machen. Verstanden. Gut, 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 gut. Ja, genau, da hinten auch schon mal weitermachen. Ja, die können auch nichts einsammeln, die U-Boote. Stimmt, genau. Okay. Volle Kraft voraus. Im Gange. Ich bitte Sie nur ungern ins Kampf. Okay. Das war eine beeindruckende Anwendung von Militärtechnologie. Ja, ich war auch ein bisschen überrascht, wie ich das gemacht habe. Boah, wir haben wieder voll viele Leute verloren. Na gut, nächstes Mal geht das besser dann. Wir brauchen einfach mehr Grafen. Aber das kriegen wir dahin. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Koordinaten bestätigt. So, da müssen wir gar nicht lang. Da hinten ist das Ziel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist aber viel. Ah, hier. Hier, das ist gut. Kriegen wir noch Raketen. Sind unterwegs. Okay. Na, ein paar Schiffe haben wir ja noch. Vor allem das große Schiff haben wir noch. Gut, gut, gut. Dann können wir hier sofort weitermachen. Eine Bewegung. Sehr gut. Macht das Sinn? Macht das Sinn? Macht das Sinn? Ah, fuck. Das war dumm. Wobei, wir haben na, noch ein bisschen getroffen. Machen wir mal ein bisschen. So, Leute, ihr könnt. Schiffsrumpf verstärkt. Kann man auch schneller gehen. Reparaturdrohnen gestartet. Okay, es ist kaputt. Boah, komm. Kaffeeknall. Mein Gott, das dauert ja ewig. Verstärkung ist unterwegs. Echt gar nicht so einfach auf dieser Schwierigkeitsstufe. Vor allem, wenn man halt den Anfang verkackt hat. Wir werden angegriffen. Und das letzte Boot noch kaputt machen. Gut. Sehr, sehr gut. So, was ist da oben los? Oh, hier ist aber auch einiges. Ich und diese Armee. Schön. Auch noch kaputt machen hier. Respekt einführen. In jeder Hinsicht. Ja, auf jeden Fall. Wow. Starte Nuklearrakete. Im Standset zu bleiben. Alle zum Einsatz. Hui, das war auch wieder sehr knapp. Oh, boah, hat er viel abgeworfen. Was ist das denn? Ah, Petrochemikalien, sehr gut. Kann man immer gebrauchen. So, dann geht's jetzt hier oben lang. Koordinaten bestätigt. Boah, die U-Boote sind echt super. Ziel bestätigt.
So, los, Feuer! Los geht's. Bereit für Einsatz. Irgendwie greifen die heute nicht von selber an. Bestätigt. Jawohl. Verstanden. Alles mitnehmen und weiter geht's. Was haben wir hier? Ah, okay, okay, okay. Hier sind wir gerade. Okay, auch kaputt. Oder oben kommen auch wieder welche. Na, ja, ja, ja. Energieschilde. Ah, wir müssen das schnell kaputt machen. Stimmt, klar. Energie. Tauchexpedition. Verlieren Sie 10 Schiffe. Was? Ich hab ein Schiff verloren. Los geht's. Energieaufschilde umgeleitet. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Das ist nicht gut. Energieaufschilde umgeleitet. Nicht, dass da noch ein Schiff rauskommt. Oh Gott. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass wir schon wieder ein Schiff verloren haben. Kriegen wir auch noch eine Herausforderung dafür. Super. Sehr, sehr hilfreich. Was ist das denn? Alter Schwede. Oh Gott, das schaffen wir nicht. Bereit für Einsatz. Reparaturdrohnen gestartet. Tja, vielleicht sollten wir irgendwo anders erstmal lang gehen. Volle Kraft voraus. Es wirkt mir hier alles ein bisschen gefährlich. Vor allem, so ein großes Schiff habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Na gut. Na gut, na gut. Nehmt das mal alles bestätigt mit hier. Energie auf Schilde umgeleitet. Okay, alles kaputt. Heilen die sich wieder? Nuklearrakete abgefeuert. Oh! Ich hätte doch warten sollen, bis das große Schiff wieder vorbeikommt. Da kommt es nämlich. Das fährt einfach durch die Minen da. Na klar. Na klar. Okay. Verstanden. Das, ich warte mal ab, bis es vorbeigefahren ist. So, dem haben wir geholfen. Okay, alles klar. Was ist das denn für eins? Genau. Das ist das Schiff, vor dem du weglaufen solltest. Okay. Okay. Leute, wir können. Aber leise, leise, leise. Bestätigt. Fahrt leise. Verstanden. Ja, das auch noch mitnehmen. Koordinaten bestätigt. Oh Gott, was hier alles los ist. Verstärkung ist unterwegs. Sind unterwegs. Eine Bewegung. So, mein Ziel ist jetzt hier lang zu fahren und hinter dem Schiff zu bleiben, aber... Oh Gott, das könnte schwer werden. Schilde und Turbinen auf Maximalleistung. Kriegen wir das hin? Kriegen wir das hin? Okay, kaputt. Auch kaputt. Feuer frei. Okay, da sieht das gar nicht so schlecht aus da oben. Kampfstationen. Gut, 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 gut. Boah, wir müssen uns aber noch dringend reparieren.
Boah, da oben ist fast alles kaputt gemacht. Sehr gut, Leute, sehr gut. Koordinaten bestätigt. Das mit einem Feuerwerk. Wir werden beschossen. Oh Leute, wir haben schon wieder ein Boot verloren. Volle Kraft voraus. Fuck. Okay, dann fahren wir jetzt hier lang. Jawoll! Verstanden. Kaputt. Da hat es Wumms gemacht oder Kabums gemacht oder wie auch immer. Heieieiei. Ich habe ein paar Freunde zur Hilfe gerufen. Sehr, das ist gut. Selbstreparatur läuft. Läuft bei euch. Sehr gut. Roger. Ach, hier, guck mal, das können wir auch noch mitnehmen. Ich glaube, hier so rum. Nee, können wir gar nicht. Wir müssen so lang fahren. Kampfstationen. Nuklearrakete abgefeuert. Bestätigt. Energie auf Schilde umgeleitet. Eine Bewegung. So, das nehmen wir auch noch mit. Ja, die müssen noch kurz warten da hinten. Alles gut, bestätigt. Alles gut. Starte Nuklearrakete. Schön. Volle Kraft voraus. Hat es ja dann doch noch geklappt. Gut, wir haben es noch nicht ganz geschafft, aber ich denke, wir kriegen das hin. Machen wir mal ein bisschen. Feuer frei. Energie auf Schilde umgeleitet. So, das noch mitnehmen. Das noch kaputt machen. Waffensysteme bereit. Ja, so viele Schiffe habe ich, glaube ich, noch nie verloren. Außer als ich mal einmal eine Mission nicht geschafft habe. Das war aber doch das erste Mal, dass die dann auch fortgeschritten waren, ja. Das muss ich dazu sagen. Aber hätte ich den Anfang hier nicht so verkackt, wäre das deutlich einfacher auf jeden Fall gewesen. Naja. Schilde und Turbinen auf Maximalleistung. So, das sollten wir jetzt aber eigentlich hinbekommen. Erst mit einem Feuerwerk. Einfach so. Jawohl, wir haben es hinbekommen. Sehr gut. Unsere Mannschaft sehr, sehr ein Haufen gut. Schiffe auf dem Meeresgrund. Eins davon gehört uns. Das nenne ich ein Happy End. Ja, es hat sich ja fast gelohnt. Wir könnten eigentlich auch mal investieren, oder? 450.000. Ja, komm, das machen wir jetzt mal. Wir machen beides, was? So. Ah, endlich. Dann kann's zurück in die Viridische Bucht gehen. Boah, wir haben voll viele Leute verloren. Na gut. Ich versuche das jetzt noch schnell hinzubekommen. Und dann geht's auch schon wieder in die nächste Folge morgen. Ja, ja. 35%, 37, 38, 49. Aber irgendwie macht die dann doch manchmal auch Spaß, so ein bisschen. Die müssen wir auch mal machen dann. Naja. Also so, ja, ist halt nicht so spannend, aber man kann es halt mal machen. So, gut. Wir bauen uns dann, was wollten wir jetzt bauen? Auf jeden Fall Wein haben wir, okay. Fleisch, wir brauchen Fleisch. Wo bauen wir das jetzt hin? Wobei, das wollten wir eigentlich auch upgraden. Was war das jetzt? Das reicht. Wein war in Ordnung, weil wir so viele Leute verloren haben. Super. Gut. Fleisch. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Warnung! Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Oh, 57% im Minus immer noch. Eieieiei. Und Strom. Schon wieder ein Stromproblem. Hey, was ist denn hier los? Die ganze Zeit haben wir hier irgendwelche Probleme. Boah, wir müssen eigentlich
Ach, guck mal, die ganzen Wale hier, die sich da tummeln. Wir müssten eigentlich mal drüben auf der anderen Insel überladen. Gucken, dass wir mehr Strom kriegen. Mehr Energie. Okay, das haben wir. Gut. Hallo, geh weg. Geh weg, geh weg. So, jetzt geht's hier weiter. Ja, bringt das was, wenn man das da oben hinbaut? Hier, so? Haben wir da noch Platz genug? Man könnte das ansonsten ja auch mal so machen. Genau. Sehr gut. Minus 56%? Hä? Ach, Waren mit Sojabohnen haben wir ganz vergessen. Das stimmt ja. Das gehört ja dazu. Kann man bestimmt auch mal hier irgendwo noch dazu bauen, oder? Ich hau das jetzt mal hier hin. Boah. Leute, ey, die waren ja voll viel. Die ziehen mich voll aus hier. Krass. Das war eigentlich so mit das große Problem, oder? Sehr nahrhafte Bohnen. Hey, ich verstehe nicht, warum ich so mit so vielen aufgestiegen bin, oder was? Und schon wieder ein Stromproblem. Warnung. Energiebedarf nicht länger deckbar. Wir haben keine Grafen mehr. Oh Gott. Schön, wo soll das denn nur hinführen? Tja. Nicht gut, nicht gut. Irgendwie habe ich mich in dieser Folge nur schwarz-weiß, mein Freund. Bisschen verbaut. Du musst in der Grauzone leben. Achso, in der Grauzone. Alles klar, Chef, Meister, wie auch immer. Nee, will ich nicht. Warum macht er das denn? Warum kann man das nicht abbrechen? Jetzt baut er da. So, okay. Straße bauen wir jetzt hier hin. Achso, okay. Da ist der Radius noch. Mache ich das mal sofort ein bisschen weiter weg. Kein Grafen, na klar. Jedes Mal habe ich ein Grafenproblem. Also wenn ihr da Tipps habt, wie gesagt, immer gerne in die Kommentare. Ich weiß, ich bin nicht der beste Bauer hier, aber ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Aber dass die Grafen immer so schnell zur Neige gehen. Ja, ich würde auf jeden Fall mal versuchen, in der nächsten Folge das Problem in den Griff zu bekommen. Also das Stromproblem vielleicht. Wobei das dauert, glaube ich, auch noch etwas. Mit dem Strom vom Mond. Fusionsenergiezellen. Da muss ich auf jeden Fall nochmal nachgucken. Na gut, okay. Ja, war jetzt eine etwas etwas seltsame Folge. Ich weiß nicht, irgendwie... Hallo? Irgendwie war das echt seltsam, dass der nach dem Absturz das alles verloren hat und dass ich dann so wenig Ressourcen hatte. Eigentlich hätte ich jetzt weit über 100.000 Leute und auch nicht mehr dieses Problem. Aber na gut, ist halt so. Ich werde mir in der nächsten Folge da mal Gedanken zu machen. Auf jeden Fall trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Anno 2205 wieder. Bis dahin. Tschüss.